meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, aus der unerkundlichen Tiefe dieses Evangeliums, das wir gehört haben, möchte ich zwei Aspekte mit Ihnen teilen heute Morgen. Zwei Aspekte, die die Visionärin Adrienne von Speyer aus diesem Evangelium herausgelesen hat, neben vielen anderen. Sie sagt, Jesus kommt in den Tempel und findet dort zweierlei vor, die Ware und den Händler. Aber er unterscheidet nicht. Er wirft sowohl die Ware wie auch den Händler hinaus. Es ist eine ganz elementare Aktion, keine Predigt, keine Warnung, keine Mahnung, sondern ein Sturm, der alles hinausfegt. Jesus verträgt diese Beziehung zwischen Ware und Gottesdienst oder zwischen Händler und Gottesdienst nicht. Es gibt hier keine Synthese bei dem, der sonst immer bereit ist, zuzugehen und aus dem Halben ein Ganzes zu machen. Er geht auf jeden ein, lässt sich zu jedem herab, der eine Frage, eine Bitte oder einen Kummer hat. Mit diesen ganz Satten aber, die nur ihr Geschäft sehen, will er nichts zu tun haben. Er ist steinhart, unerbittlich, er prügelt sie hinaus. Vom Gröbsten bis zum Feinsten wird alles ohne Ausnahme verworfen. Nichts von alledem will er hier sehen. Wir sehen an dieser Stelle, liebe Schwestern und Brüder, da wir jetzt beinahe die halbe Fastenzeit durchschritten haben, am Mittwoch ist das Mitfasten, einen sehr entschiedenen Jesus. Und wir sollten in dieser Entschiedenheit und auch Härte, die er hier an den Tag legt, wir sollten diesen Aspekt wirklich bedenken und mitnehmen. Es gibt noch einen zweiten, aber das ist der erste. Adrienne von Speyer weiter. Aller Handel innerhalb des Tempels ist ihm ein Ärgernis. Er will ein für alle Mal grundlegend zeigen, in der Kirche sind keine Geschäfte zu tätigen. Hier sind Glaube und Liebe gefordert. Und man soll sich nicht mit irgendwelchen befreundeten Mächten einlassen, die irgendwelche Gaben und Vorschüsse zur Verfügung stellen. Die Handlung ist so radikal, dass sie im Gedanken des Herrn für alle kommenden Zeiten hätte genügen sollen, um jede Art von Geschäft aus den Kirchen verschwinden zu lassen. Alles, was eine Verquickung von Kultus und Krämerei darstellt, Simonie, Missbrauch des Ablasses und dergleichen mehr. Der Herr weiß, dass auch die Kirche des Unterhalts bedarf. Aber hier gibt es eine scharfe Trennung. Was nicht geduldet wird, ist, dass sich Menschen in der Kirche aufhalten, die nicht glauben, die ganz ungeweiht sind, überhaupt nichts Göttliches begehren, nur auf das eigene hinstreben. Diese Mischung von Unglaube und Geschäft ist dem ganz und gar zuwider. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, das erste wichtige Prüfkriterium für uns. Wir können uns natürlich schnell wieder von allem freisprechen. Oder wir können es auf eine Episode, wie man das auch in der Kirchengeschichte getan hat, beschränken und sagen, naja, das war eben der jüdische Tempel, was haben wir damit zu tun? Bei Adrienne von Speyer in ihrer Beobachtung ist das Überraschende, dass sie eins zu eins spricht von Tempel und Kirche. Sie unterscheidet hier nicht. Das heißt, sie bezieht das Evangelium, diese Begebenheit, diese Reinigung Jesu radikal auf die Kirche, jetzt, hier und heute. Kultus und Krämerei sind Dinge, die nicht zusammengehen. Wir erinnern uns vielleicht an das Wort Jesu. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Und wir wissen, wie schwierig das ist. Wir machen uns ja alle irgendwelche Sorgen. Wir planen, wir sichern, wir sorgen vor. Und wir kennen alle auch die Zwänge und Notwendigkeiten, in denen wir stehen. Wenn auch vielleicht mit Nuancen der Unterschiede, aber es gibt sie.
Was fordert also Jesus hier von uns? Ist er nicht vollkommen unrealistisch? Ich denke, Jesus ist Realist genug, um darum zu wissen, damals wie auch heute, wo sich das Ganze potenziert hat. Aber im Haus Gottes selber, da, wo er seinen Namen wohnen lässt, da ist es ganz und gar unmöglich. Hier kann es keine Kompromisse geben. Und so, wieder Adrien von Speyer, noch zur ersten Beobachtung, so flicht er diese Geißel aus Stricken und schlägt unbarmherzig auf die Menschen ein. Er, der später unter ihren unbarmherzigen Geißelhieben bluten wird. Zwischen diesen beiden Geißelungen steht der Christ heute. Wir als Christen sollten an unserem Fleisch die Geißel des Herrn verspüren, die sich gegen das unaufhörliche Markten und Feilschen dieses Fleisches richtet. Und was heißt das? Sie erklärt es uns. Gegen seinen unersättlichen Drang nach Wohlbehagen, Gemütlichkeit und Genuss im Gröbsten wie im Feinsten. Gegen diese beständige Sorge, in allen Lagen des Lebens auf seine Rechnung zu kommen, womöglich noch in der Religion selbst. Das, liebe Schwestern und Brüder, scheint mir gerade bei uns, die wir hier sind, bei uns allen, die größte Versuchung zu sein. Natürlich, wir erlegen uns vielleicht den ein oder anderen Verzicht auf. Wir können in den Spiegel schauen und sagen, mit ein paar Abstrichen, im Großen und Ganzen sind wir ganz anständige Leute. Aber dass wir noch hier in dieses Haus kommen zur Bedürfnisbefriedigung, weil wir da noch irgendetwas brauchen, was sonst in der Woche fehlt, das gehört auch zur Krämerei. Hier gibt es keine Bedürfnisbefriedigung. Und man kann nur an dieser Stelle mit diesem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, laut und deutlich warnen vor dem, was die Kirche sich in unserem Land anschickt zu tun. Wir können die Papiere lesen. Da werden jetzt extra Leute ausgebildet, die sich besonders viel Zeit nehmen, um Begräbnisse vorzubereiten, weil die Leute heute so einen individuellen Anspruch haben. Was ist das für ein Quatsch? Entweder wird man christlich begraben oder man wird eben unchristlich begraben. Aber man wird nicht komfortabel begraben. Christliches Begräbnis heißt, dass man begraben wird mit der Feier der Eucharistie, wo es nur eben möglich ist. Dass dieses Begräbnis ist begleitet von Gebeten, die den Toten Christus anempfehlen, dem Auferstandenen. Und weil wir darauf hoffen dürfen, dass alle Heiligen dem Toten entgegenkommen. Das ist christliches Begräbnis. Dazu braucht es keine ausgebildeten Menschen, die komfortabel irgendetwas machen und irgendetwas beschönigen oder irgendwas darstellen oder konstruieren oder entwerfen. Das ist überflüssig. Das ist eitler Tand und es gehört hinausgefegt. Das ist genau jene Spur des Individualismus und jenes Komfortdenkens, das hier Adrien von Speyer aufgrund unseres Evangeliums zu Recht anklagt. Beständige Sorge, in allen Lagen des Lebens, selbst noch als Toter, auf seine Rechnung zu kommen. Wie war ich auf der Bühne? War's schön? Sind da alle zufrieden? Haben alle geklatscht? Wunderbar. Das hat mit Christentum nichts zu tun. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Einen Aspekt, den Adrien von Speyer den Aspekt der Versöhnung nennt. Er spricht sie an. Er sagt, schaff das hier fort. Mach das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Das ist eine Form, wie sie sagt, ausgestreckter Hand. Er redet sie an, trennt das Geschäft von der Kirche, lasst euch weder von eurem Geschäft noch von eurem Alltag noch von eurem profanen Gedanken in die Kirche begleiten. Was ihr bringt, legt in die Hand meines Vaters.
Er sagt nicht, betet nicht für euren Alltag und für alles, was euch wichtig ist und euch bedrückt, sondern bringt es nicht mit herein. Wisst, dass das, was ihr als Gebet hierher bringt, nicht mehr das eure ist, sondern das Eigentum meines Vaters. Der Vater hat ein Ohr für all das, aber gerade erst dann, wenn ihr es ihm übergeben habt, dann hat er ein Ohr für das. Es ist ganz in der Spur dessen, was Jesus, wir stehen hier am Anfang des Johannesevangeliums mit der Tempelreinigung, was er später sagen wird, von sich selber abzulassen, um sich für Gott zu öffnen. Wer sich selber ständig hinterherrennt, wird nie ankommen, wird sich immer verfehlen. Wer aber von sich ablässt, der findet sich und er findet gelingendes Leben. Also auch mit dem, was wir herbringen, nicht in diesem Krämergeist vor Gott zu treten, um irgendetwas zu bekommen, sondern es schon an der Tür in seine Hand zu legen, weil es ihm gehört. Auch die Not, auch die Sorge, auch das Bedrückende. Und dann, und dies ist die rechte Weise, hier einzutreten. Und sie bemerkt zum Schluss, man kann diese Sätze gar nicht genug betonen. Lasst eure Kontemplation nicht völlig aufgesogen werden von eurer Aktion. Lasst in eurem Leben einen heiligen Raum bestehen. Und überlasst euch nicht so lange der Geschäftigkeit eurer Aktionen, bis alles profaniert ist, bis euer Tempel in einem Markt sich verwandelt hat, auf dem vor lauter Getümmel die Stimme meines Vaters unhörbar geworden ist. Und das ist das, liebe Schwestern und Brüder, was wir neu lernen müssen. Wir haben am letzten Sonntag das Evangelium von der Verklärung gehört, wo die Stimme des Vaters ertönt. Und wenn wir herkommen, geht es nicht um unsere Stimmen, unsere Selbstdarstellungen, unsere Verhandlungen, sondern wir geben alles ihm, damit wir ihn hören. Denn wenn wir ihn hören, dann beginnen wir zu leben.